Thank you. Es ist wahr. Es ist alles wahr, was gesagt wurde. Und als erstes muss ich sagen, es ist für mich eine sehr, sehr große Ehre, bei dieser Veranstaltung sein zu dürfen. Das Programm ist hervorragend. Ich stehe jetzt gerade hier und merke, eigentlich mache ich das nicht so oft, aber es gefällt mir und ich denke, das wird gut. Ich möchte mich jetzt ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Jaap Biemans, wie Sie sehen können. Ich bin Art Director für Volkskrant. Wie gesagt, Volkskrant, dabei arbeite ich und bin basiert in Amsterdam in den Niederlanden. Ich glaube, die meisten kennen mich eher unter der Bezeichnung Cover Junkie. Das ist mein Name in der digitalen Welt, denn dort führe ich einen Blog mit dem Namen Cover Junkie. Ich weiß nicht, ob Sie damit vertraut sind. Bei diesem Blog geht es um Covers. Das ist so gewissermaßen die Feier der besten Covers und derjenigen, die sie erstellen. Cover Junkie, das ist eigentlich meine Sucht. Also ich mag unheimlich gerne Magazine-Covers, also die Deckseiten von Zeitschriften. Das ist eigentlich meines. Das ist meine Sucht. Darum geht es mir im Leben. Das war mein Wohnzimmer. Das hier ist meine Garage. Willkommen in meiner Garage. So sieht es da wirklich aus. Also bei mir ist das eigentlich eine Sucht nach Kreativität. Ich glaube, die Kreativität, das ist die einzige Möglichkeit, die perfekte Möglichkeit heutzutage zu überleben und sich auszuzeichnen gegenüber den Konkurrenten. Für diejenigen von Ihnen, die die Website noch nicht kennen, so sieht sie aus. Da sind im Moment 20.000 Cover in der Datenbank. Die neuen sind ganz oben, ganz vorne. Und das geht zurück bis ins Jahr 1900. Ich habe da einen kleinen Bereich unten abgegrenzt. Da gibt es auch ernste Themen, topografisches. Dann meine Lieblingscover, zum Beispiel die von Kate Moss. Wenn man da draufklickt, vergrößert sich das Bild und dann kann man navigieren in vielerlei Weise durch die Website. Hier sehen Sie dann die alten Vogue-Cover-Seiten. Ich habe jetzt ein kleines Feature hier hinzugefügt, à la Leslie. Das ist sehr beliebt bei vielen. Also wenn man auf das Herz klickt, dann erscheint das, was Sie da angeklickt haben, auf Ihrer eigenen persönlichen Website. Und das können Sie sich dann selbst herunterladen gewissermaßen oder rüberladen. Und dann bekommt das Ihren Namen, www, und dann Ihr Name, .com. Und dann kann man sagen, das ist Ihr Favorit oder das ist sogar Ihr eigenes Coverdesign, wenn Sie es selbst gemacht haben. Also Kreativität, das ist eigentlich das Herzstück dessen, was ich mache. Darum geht es mir im Leben. Also das hier ist ein Cover, das eigentlich schon ganz alt ist, aber es ist eigentlich das eigentlich, worum es geht. Beim Design von Zeitschriften, von Magazinen, das ist eigentlich nicht wirklich spektakulär. Links, das ist eine Ausgabe, die in den USA verkauft wird. Rechts, die in Großbritannien verkaufte. Insgesamt bilden diese Cover oder diese Zeitschriften die sogenannten Fat 40. Das ist eigentlich noch gar nicht bemerkt worden. Man muss es nicht so machen, aber sie machen es so, ganz einfach, weil es ihnen Spaß macht. Und ich glaube, wenn man diese Energie an den Tag legt, dann arbeitet man auch für die richtige Zeitschrift, für das richtige Magazin. Und dann kommt es dem Magazin sehr zugute. Hier ist praktisch dasselbe.
Also das ist mein Favorit. Ich zeige Ihnen jetzt mehr oder weniger die besten Cover vom letzten Jahr. Es ist immer gut, sich die tollen Cover noch einmal anzuschauen. Das war mein Favorit vor einigen Jahren. Das ist Vice Magazine. Eigentlich scheint da nichts los zu sein. Ganz ruhig, aber wenn man das aufklappt, dann sieht man rechts den Soldaten. Und dann ist das gleich was ganz anderes. Also man kommt gleich in eine Geschichte hinein, wenn man sich dieses Cover anschaut. Und deshalb mag ich das so sehr. Links, das ist auch ein Lieblingscover von mir. Also auf jeden Fall in meiner Top 10. Das ist Bloomberg Business Week. Stellen Sie sich vor, Sie machen ein Cover über die Euro-Krise. Das ist vielleicht das langweiligste oder unangenehmste Thema, das man bekommen kann. Und hier, Banghead here, das ist eigentlich eine Aussage, die ganz schön knallig ist. Also mit dem Kopf gegen die Wand und dann etwas weiter unten, da steht, das dann etwas erklärt. Und dass man dann auf eine harte Oberfläche fällt. Und Stephen Heller, mit dem war ich heute zusammen, er hat mir gesagt, das rechts ist sein Lieblingscover. Da haben wir aber jetzt Gemeinsamkeiten feststellen können. Und wir haben gesagt, man geht hier direkt an die Leserschaft heran. Man steht nicht zurück, sondern man ist eigentlich mittendrin. Das ist auch innerhalb von meinen Top 10 und das spricht für sich selbst. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte kennen. Das war der Gouverneur. Der hatte dieses Programm, alle Prostituierten in New York abzuschaffen. Er wollte sie nicht mehr. Aber dann ist er aufgetaucht bei einer Party mit Prostituierten am Abend und das ist etwas Minimalistisches. Also es ist wirklich eine ganz knackige, prägnante Aussage hier und es trifft ganz genau. Hier das New Yorker Magazin. Das hier ist mein absolutes Lieblingscover in den Niederlanden. Da kommt es auch her, Piet Schröders. Wir haben vorhin schon darauf verwiesen. Das ist richtig gut geworden und es geht um Berlusconi, der die italienischen Medien dominiert. Also dieser Designer, der hat italienische Zeitungen hergenommen, Tageszeitungen, und hat sie dann gefalten, etwas anders gefalten. Und hier ist der Titel Feed Hero Hit. Und wenn man dann die Zeitungen so faltet, dann liest man das auch, Feed Hero, und dann plötzlich merkt man, aha, das geht um Berlusconi, es geht um Italien. Also das ist sehr gut gemacht, brillantes Cover-Design. Aber Cover-Junkie, da geht es nicht um große Titel wie Vanity Fair, die ich eigentlich liebe, muss ich sagen, aber ich bin eigentlich mehr für das Simple, für das Einfache. London's Best Shops, das ist die Überschrift. Die bekommt man angegeben und was macht man dann damit? Das ist ein sehr langweiliges Thema. Aber wenn man etwas hinzufügt, ja, sowas wie dieser Faden hier, dann wird zur Tüte und dann wird es interessant. Und dann New York Times Magazine, das ist ein entsprechender Umschlag. Das ist ein Magazin, das ich mir jede Woche anschaue. Da gibt es diese wöchentlichen Magazine, die richtig gut sind. Metropoli, das ist aus Spanien. Und natürlich gibt es jede Woche eine andere Überschrift, die zu gestalten ist. Hier geht es um Comics. Meistens geht es um Filme und rechts, da geht es um den Film Grand Café oder Grand Hotel Budapest. Das ist richtig gut ausgeführt. Das ist jede Woche richtige Artwork. Nun, das zeugt auch nicht unbedingt von Angst. Ich glaube, das sollte den Film Argos porträtieren. Wir haben jetzt hier Mickey Maus Ohren.
hinzugefügt. Es gibt, ja, aber im Moment da Zweifel, ob man das so machen sollte. Und hier ein Film. Und das Logo ist eigentlich Artwork. Und gemacht wurde das für den Film Nymphomaniac. Jetzt, wo wir beim ähnlichen Thema sind, links aus den Niederlanden, diese Lippen. Als das rauskam, nun, stellen Sie sich vor, Sie sind Art Director von Playboy Magazine, dann haben wir diese tolle Aufnahme von diesem schönen Mädchen und dann plötzlich gibt es ein solches Cover und das ist ganz anders, das mag ich richtig. Also dann Granta, das ist auch ja, in die Richtung gehend. Ich war da etwas enttäuscht, wie das dann wirklich auf dem Cover erschienen ist. Ich hatte mir das bei der Arbeit etwas anders vorgestellt, aber trotzdem, es ist sehr gut geworden. Aber sobald man so etwas anfängt, sieht man, dass andere das kopieren. Es gibt unheimlich viele Copycats und rechts davon ist ein Beispiel aus Deutschland, Nova. Dann bleiben wir mal beim Thema Sex. Time Out London, gemacht von Norma Barr, sehr berühmter Künstler. Es ist eigentlich lustig, witzig. Aber, tja, das konnte man so nicht rausbringen. Das wurde zurückgewiesen. Kann man das glauben? Dann kam das stattdessen. Und dann hat man gebeten, die Leserschaft gebeten, ja, sich zu beteiligen. Eigentlich schade, weil das richtig gut gemacht war. Das mag ich auch unheimlich. Also links, das war 2003, rechts 2008. Eigentlich wird die alte Tradition beibehalten. Man kann genau dasselbe wieder verwenden, was man schon mal hatte. Ich glaube, das kannten Sie. Also als ich das gesehen habe, war ich eigentlich schockiert. Das sind zwei Konkurrenten, die die Cover der anderen halten, praktisch andere Cover. Das ist eigentlich genial. Auch das hat mir sehr gut gefallen. Das kam letztes Jahr raus. Das ist aus Belgien und hat die Anmutung von Retro mit diesem Regenbogenthema. Es geht um Recycling. Und dann hat es auch eine geschaltete Rückseite. Das ist ein extra Pluspunkt. Also die meisten schicken mir dann das Cover, aber nicht die Rückseite, das verstehe ich nicht. Denn wenn man auch ein Backcover gestaltet, dann ist es noch mehr Spaß mit einer kleinen Banane zum Beispiel hier. Also Backcover, um dabei zu bleiben, ich glaube, das ist das berühmteste Cover aller Zeiten gewesen, aber das kennt keiner. Vielleicht kennen Sie das, aber das wird sehr, sehr wenig gezeigt, sehr selten. Und das ist das Backcover von dieser Zeitschrift. Und dann haben wir Zeitungen, die tolle Covers gestalten. Das sieht man nicht sehr häufig. Ich glaube, die Zeitungen, die haben wirklich alle Möglichkeiten, Tolles zu machen. Sieht man aber sehr selten. Libération, die machen das sehr häufig. Links, das ist der Tod von Steve Jobs und rechts, da hat Frankreich den AAA-Status im Finanzwesen verloren, war nicht mehr so kreditwürdig und so tolle Sachen kann man einfach mit Schriftengestaltung machen. Links, das war mein Favorit aus dem letzten Jahr, als der zukünftige König George, heißt er wirklich George? Ich glaube schon, als der kleine Prinz geboren wurde und jedes Magazin auf der ganzen Welt hat das Baby aufgedruckt und dieses Magazin eben nicht, hat nur diese Überschrift gehabt, Woman has Baby. Und dann Financial Times rechts und das war die letzte Ausgabe und ja, spricht für sich. Und das ist auch ein Magazin, auf das ich mich jeden Monat aufs Neue freue. Links ist das Neue und das Aktuelle. Ich glaube, es ist genial hier, wie das umgesetzt ist. Das Logo wird dann in die Überschrift hinein gestaltet und recht gut gelungen. Links, da
ist ein Überblick über all das, was im Internet ist, und dazu sind einige Leser ausgewählt worden. Die Cover wurden dann personalisiert und da standen dann die Bankkunden, die Namen der Kinder, solche Sachen. All das, was man an Daten im Internet finden konnte, und das hat man dann an die Betroffenen geschickt. Und stellen Sie sich vor, Sie bekommen ein Cover von Wired mit all Ihren persönlichen Kontaktdaten und Informationen. Und da das Rechte, das ist Wired Großbritannien, UK, da wollte man kein altes Gesicht zeigen und deshalb hat man einen Fehldruck gefaked. Dann Novum aus Deutschland. Ich weiß nicht, ob dieses Magazin weit verbreitet ist in Deutschland. Ich mag das, ich lese das jeden Monat. Und das ist ein verformbares Cover. Dazu hat man ein spezielles Material verwendet, ein ganz spezielles Papier, das sich leicht biegen lässt. Und das war in der Sonne, deswegen ist es etwas rot geworden. Aber eigene Traditionen, das macht auch New Yorker, das setzt New Yorker auch um. Also vor 7, 8 Jahren kam dieses Cover raus. Ich glaube, das ist schon etwas älter und jedes Jahr im Februar kommt dieser Mascot auf das Cover, so heißt der Mann. Und das in einer ganz bestimmten Woche im Februar. Nun, ISBN hat auch seine eigenen Traditionen und ISBN veröffentlicht immer Körperfotografien. Ich glaube, das ist die bekannteste Tradition beim Time Magazine. Dann, man macht hier etwas extra, etwas Außergewöhnliches, das man nicht sehr häufig sieht. Little White Lies, das ist eine Zeitschrift aus Großbritannien. Es geht dabei um Filme, dann Hack, ein Escape-Magazin und ein Immobilienmagazin und dann das deutsche Zeitmagazin. Das gefällt mir richtig gut, aber das noch mehr. Denn das muss man nicht machen. Das braucht es nicht. Das ist etwas Zusätzliches. Das bringt mir Spaß rein. Das habe ich jetzt auch noch zeigen wollen, denn das war letztes Jahr mein Favorit. Ganz einfach gemacht, hat mich aber an dieses Cover erinnert. Das war mein Schlüsselmoment. Ich habe jetzt dieses Cover gesehen und habe gedacht, wow, es ist etwas ganz anderes. Das kommt aus Mitte der 90er Jahre, da wurde das zum ersten Mal gemacht und seitdem habe ich das nicht wieder gesehen und deshalb hat mich das sehr überrascht. Das hat mir die Augen geöffnet und hat mir gezeigt, dass man große Dinge mit einfachen Elementen machen kann, dass man da eine eigene Atmosphäre schaffen kann. Das ist ein perfektes Beispiel der Verbindung von Online- und echten realen Magazinen. Das sind ungefähr 20.000 unterschiedliche Cover, die werden online geschaltet und dann wird das entsprechend im Homeoffice umgesetzt. Also dann Bloomberg, das ist eine einzige Illustration. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht, das zu erstellen. Und uns geht es eigentlich darum, dass wir auch bei der Arbeit selber Spaß haben. Das ist genauso wichtig wie das Ergebnis. Das hier ist ein Konzept, das zwei Dinge vereinigen will, dass man nämlich ein tolles Cover schafft, das genauso gut am Kiosk und bei den Abonnenten ankommt, sodass man die Marke immer hochhält und immer attraktiv macht hier. Das ist etwas, das man nicht sehr häufig sieht. Das ist erst vor kurzem rausgekommen. Eigentlich ist es eine brillante Idee, das könnte man stärker rausbringen. Also in München könnte man das mit Bayern München mit dem Fußballteam machen und in Hamburg mit dem HSV. Dasselbe hier könnte man noch häufiger machen. Das ist jetzt etwas anders. Rechts ist das Cover für die Abonnenten, da ist mehr Nacktheit zu sehen. Und links, das ist das vom Kiosk und Amerika, da ist es noch etwas brüder geworden.
Und hier, das ist die Kategorie, man will auch selber als Designer und Art Director Spaß bei der Arbeit haben. Also wir haben hier die Verbindung richtig hinbekommen. Ich glaube, das ist richtig hässlich aus 2003. Aber gleichermaßen ist es bemerkenswert, denn es ist ein personalisiertes Cover. Also da steht Ihr eigener Name drauf. Und in dem Kreis, das ist das Haus, in dem Sie wohnen. Stellen Sie sich vor, Sie bekommen das, Sie haben das im Briefkasten und machen es auf und sehen das dann. Und ich glaube, das ist ein Cover Run. Da sieht man diese Promis, Ali und Queen und Bono und so weiter. Und wenn man das alles auf eBay bringt, dann kostet das ein kleines Vermögen. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit ich noch habe, denn ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Nur noch ganz kurz einige Cover-Konzepte. Hier haben wir Überschrift, Headline und Logo vertauscht. Kritisch ist das Logo, das ist hier unten auf der Tüte. Und die Überschrift ist da, wo normalerweise das Logo ist, also das Konzept ist herumgedreht worden. Ab, das ist ein In-Flight-Magazin und hier, das wird immer unterschiedlich gestaltet, je nach Zielort, je nach Destination, zu der hingeflogen wird. Und das ist ästhetisch schon das Maximum. Besser kann man es nicht hinkriegen. Und das hier ist ein ähnliches Magazin wie Biz. Das wird von Obdachlosen verkauft, um etwas Geld zu verdienen. Dann wieder Bloomberg Business Week. Das sind die Könige des Cover Designs im Moment, wenn Sie mich fragen. Also da musste ich laut lachen, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Stellen Sie sich vor, Sie gestalten ein Cover für Hedgefonds. Ich weiß nicht, was Ihnen dazu einfällt, aber ich glaube, so witzig wird es so kaum werden. Ich habe mich dran versucht und habe es nicht so gut geschafft. Aber die schaffen es immer wieder. Das, was ich Ihnen vorher gezeigt habe mit der Euro-Krise, eigentlich ein ganz stumpfes Thema, aber Sie bringen da sehr viel Spaß hinein. Also das machen Sie jedes Mal. Sound Director wird gezeigt und da wirklich tolle Sachen gemacht. Nun, jeder kann einmal im Jahr ein gutes Cover machen, aber versuchen Sie mal, 40 gute Cover in einem Jahr zu schaffen. Die schaffen es. Am Anfang hat man diese kleine Fahne gestaltet. Das machen Sie jetzt nicht mehr, aber damals haben Sie das genial hinbekommen. Nach der Nuklearkatastrophe in Japan. Dann hier einen weiteren genialen Ansatz für ein Cover von Mike. Sie haben gerade gesagt, nächstes Jahr machen Sie das nicht mehr so weiter. Aber das ist sehr gut gelungen. Das ist ein ganz normaler Mann, der seinen eigenen Namen hochhält. Und das ist der Titel des Magazins. Und damit wird es eigentlich gefällig und angenehm. Aber es ist immer noch erkennbar als das Magazin. Und ich habe Repros davon gesehen, also nachgemachte Dinge, die nicht funktionierten, aber bei denen, beim Original, da funktioniert das gut. Also eigentlich hasse ich das hier. Das ist stümperhaft, das ist umständlich. Man könnte sagen, ja, das machen Sie eigentlich jedes Mal. Das ist irgendwie zur offiziellen Sprache des Economist geworden. Eigentlich kann man Sie dafür lieben, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nein, nein, nein. Also dafür hasse ich Sie richtig. Es ist einfach unglaublich, dass Sie sowas machen, wie zum Beispiel das da links. Also wirklich, stellen Sie sich das vor, wenn ich das machen würde und zu meinem Chefredakteur gehen würde und ihm sagen würde, guck mal, was ich da designt habe, und er wird einfach einen Schock kriegen, es wäre unmöglich. Dann wie dieser Trend hier, ja, den gibt es schon einige Jahre. Die Headline, die Überschrift ist auch im Artwork drin und das Logo ist sehr groß geworden. Nun, das ist ein Trend, der für sich selbst spricht, der eigenständig ist.
Das ist sehr gut gemacht, insbesondere rechts das Komplex, das ist diese Neonbeschriftung am Theater. Das habe ich einmal selbst probiert im Jahr 2000. Liegt etwas zurück für die Revue, einer großen Zeitschrift in den Niederlanden habe ich das gemacht. Wir haben das Logo etwas geändert. Ist dann im selben Stil wie die Illustration. Das war aber eine Katastrophe, denn diese Ausgabe hat sich in der Geschichte dieses Magazins am schlechtesten verkauft. Also wirklich nicht gut ausgeführt, aber dennoch denke ich, dass die Leserschaft auch für solche Sachen bereit sein muss. Und im Jahr 2000 waren sie das noch nicht. Heute kann man so etwas leichter machen. Und jetzt bin ich an der Reihe. Jetzt kommen wir zu meinen Designs. Nun, Intermediär, da habe ich etwas später gearbeitet. Das ist eine Wochenzeitschrift. Und manchmal habe ich das Logo auch in das Artwork hineingebracht, aber hier ist aber nicht so ganz gut geworden und rechts auch das Logo, aber in chinesischen Schriftzeichen. Also da steht, sind Sie bereit für China? Und dann hat man sogar das Logo chinesisch gestaltet und auf Seite 3 steht dann alles auf Holländisch. Intermediär, die haben auch diese knackigen Themen. Das war ein Interview eines Supermarktleiters. Hier, da ist das Thema Scheidung und deswegen habe ich das so durchgerissen. Und dann sieht man gleich schon den Inhalt auf dem Cover. Und das ist das Thema Relocation, also wenn das Unternehmen in eine andere Stadt, in einen anderen Teil des Landes umzieht. Und dazu haben wir diese beiden Mitarbeiter interviewt. Sieht etwas langweilig aus, aber dann der untere Teil, wo die beiden im Karton sitzen, da wird es dann interessant. Und dann haben wir natürlich gespielt mit den Wahlen in den Niederlanden und das, als Obama gewählt worden war, das wurde schon vorher gedrückt, bevor die Ergebnisse noch rauskamen. Und hier, die Leute werden immer wütend. Und dann Holland's Deep, das war ganz anders. Das kommt alle 2 Monate raus, die andere Zeitschrift vorher wöchentlich. Die Arbeit daran war sehr, sehr gut, aber einmal alle 2 Monate bei diesem Rhythmus, da muss man wirklich perfekt sein. Da muss es wirklich immer stimmen und deswegen arbeite ich lieber für Wochenzeitschriften. Zwischenzeitlich habe ich dann dieses Cover gestaltet für Freie Niederland, weil ich im Gebäude war und der Art-Direktor, der war gerade auf Urlaub und Party machen. Und das ist das Thema Sommersex. Dafür hatte ich einen Tag. Da konnte ich kein großes Fotoshooting machen, deswegen musste ich das mit Stockfotos machen. Und das war eigentlich Twitter und so etwas. Also man fragt sich, ist es jetzt ein Busen oder ist es ein Hintern? Man weiß es nicht. Dann auch links, das ist ein Foto und es geht um ein ähnliches Package und eigentlich recht lustig gemacht. Und Fritz Lois, mein Held, den habe ich gefragt, was hältst du davon? Wir haben unheimlich viele Sex-Cover verkauft, warum nicht noch eins mehr, hat er dann gesagt, in New York. Da haben wir George Lois und das entsprechende Cover Design in New York gestaltet, also ein echter Klassiker. Also von dem Magazin haben wir noch einige übrig und wenn Sie eins haben wollen, dann sprechen Sie mich an, ich schicke es Ihnen. Das ist wirklich voll mit Interviews, die mit Designern durchgeführt wurden. Wenn möglich, hätte ich gerne noch 5 Minuten. Dann habe ich bei Volkskrant Magazin angefangen und das war mein erstes Cover da. Es war praktisch perfekt gestaltet, vollkommen anders damals.
vollkommen anders gegenüber all dem, was vorher da war. Deswegen war ich damit recht glücklich. Volkskrant, das ist ein Feel-Good-Magazin. Das ist allgemeines Interesse, also allgemeine Themen. Und das ist eine Beilage von der Volkskrant Tageszeitung und kommt jeden Samstag. Und jeden Samstag sind da Fotos von Lesern drin, die ihr Frühstück mit der Zeitung fotografiert haben. Also da bekommt man richtig Atmosphäre für dieses Magazin, dieses gute Laune-Gefühl am Samstagmorgen. Also jetzt möchte ich durch einige Covers hindurchklicken, die ich letztes Jahr gemacht habe. Ich habe noch etwas vom Innenleben der Magazine hinzugefügt, sodass sie einen besseren Eindruck bekommen. Es sind vielleicht nicht die allerbesten, aber sie bekommen so einen ganz guten Eindruck. Das habe ich vor kurzem gemacht und hier, das ist die Ausgabe, die sich an Männer richtet. Und da haben wir die Typografie gestaltet und rechts, das passiert, wenn die Kinder sich gegen die Eltern auflehnen und dabei körperlich vorgehen. Und das ist so ein kleines Klicksystem, eine geschickt gemachte Fotografie, dann das Cover für Valentinstag. Das habe ich vor 10 Jahren für meine Freundin gemacht. Das ist ein tolles Cover, das war schon im Haus, habe ich wieder aufgelegt. Und das ist eine andere Variante dazu. Und links sind Frauen zu unsicher, um im Büro an die Spitze zu kommen, war die Frage. Und das war dann die entsprechende Fotostrecke drinnen. Das ist wirklich super gelungen damals. Ein großer Artist. Hier, der Besuch beim Friseur. Wir hatten da die auf der Rückseite keine Werbung und da ist was schiefgelaufen. Deswegen musste auch die Rückseite gestaltet werden. Und deswegen habe ich die entsprechenden Fotos dort auch nochmal untergebracht. Und das hat mir einfach Spaß gemacht. Hier ein Cover, das nächsten Samstag rauskommt. Es geht im Lager. Manchmal kommt man zu Covern in der seltsamsten Art und Weise. Hier sieht man ja, dieses eigentümliche Bild und da habe ich gesagt, daraus machen wir jetzt eine Serie. Das haben wir gemacht mit tollen Ergebnissen. Also diese Fotografen waren wirklich spitze. Ich möchte mich ehrlich bei Ihnen bedanken. Diese beiden Fotografen, die verwenden wir in den Niederlanden sehr häufig. Also Aisha Seifeld ist eine Fotografin davon. Und die bringt jetzt eine vollkommen neue Atmosphäre in die Fotografie, die ich wirklich toll finde. Die ist subtil mit toller Farbgestaltung. Und links, das ist wie eine Harfenistin, eine Dame, die eine Harfe, ein großes Musikinstrument spielt. Und man hat den Eindruck, dass sie die Saiten zupft mit ihrer Hand. Und rechts, das ist dieses Lebensmittel orientierte Mädchen. Und hier, das ist Claire de Breye. Noch einmal Claire de Breye. Und noch einmal Aisha Seifeld. Also die zeigt ihre Ausstellung am Samstag, da muss man hin, denn das wird wirklich toll. Und hier, das ist nicht so offensichtlich, sondern eher subtil. Und hier haben wir die Schatten. Und das hier rechts, da geht es darum, dass man auch Haare verlieren kann. Und deswegen hat sie da so eine einfache Perücke hinzugefügt. Und das, da ging es um den Krieg zwischen Twitter und dem Internet. Und dann hier bei diesem Mann, da, das ist Ehren Dummenfeld von, aus Deutschland. Und hier, das ist richtig toll. Also, wie gestalte ich nun Cover für Volkskrant Magazin?
Ich konzentriere mich immer auf zwei Geschichten. Das hier ist ein Beispiel, das richtig passt. Das war ein Interview, dazu haben wir das Bild gemacht, ein ganz normales Bild, damit kann man nichts falsch machen. Und links steht dann die Frage, sollte man einem kleinen Kind ein Mobiltelefon geben? Nun, das ist kein ganz tolles Cover und da überlege ich mir dann, kann ich das noch besser machen? Kann ich was Großes damit machen? Und deshalb überlege ich mir die Frage hin und her und verbringe damit ein bis zwei Tage und dann zeige ich dann das Ergebnis. Und mein Chef war zufrieden mit dem Ergebnis und so gehe ich jede Woche vor. Was daran so toll war, das ist, dass ich eine Mail bekam von der Süddeutschen Zeitung, als die wollten das, also nein, Moment, die Süddeutsche hat mir ihr Cover geschickt, als ich das für Cover Junkie gemacht hatte und es sah praktisch gleich aus, reiner Zufall. Also links, jetzt, da sieht man zwei Kinder, die von ihrem Vater ermordet wurden. Da muss man mal drüber nachdenken. Also, ich wollte links noch etwas besser werden. Also, deswegen habe ich das nach einigen Tagen dann so gemacht. Und da war ich richtig froh, dass ich mir die Zeit genommen hatte. Das ist ein großes Interview mit dem Finanzminister, Mr. Blum. Was machen Sie da im Moment? Und das erste links ist ein Foto, das gut gelungen ist. Und dann habe ich einen Teil dann aus Cover getan und dann das Geld, das wir vor dem hässlichen Euro hatten, die Gulden. Und da habe ich dann ein ganzes Cover gestaltet. Ich habe jetzt den Finanzminister hergenommen und den dann in diese 30 Golden Note hineingetan. Dann sexy Bilder, Stockfoto, da kommt es her. Das war ein Cover, das richtig einschlug. Und da hatten wir ein Fotoshooting mit einem Pornostar und ich habe sie dann gefragt, ob ich ihre Brustwarze fotografieren darf. Und sie hat ja gesagt. Also dann haben wir uns aber schließlich für das linke Foto entschieden. Schade eigentlich. Denn das Rechte, das hätte mir besser gefallen. Ich weiß es nicht, ob das jetzt größenmäßig hinkommt. Also, wir hatten die Geschichte da. Als geboren in der niederländischen Literatur. Das war die Geschichte. Und daraus hat der Fotograf das hier gemacht. Und das habe ich dann entsprechend aufbereitet. Ich habe nicht gedacht, dass mir das so gelingen würde, aber die Reaktion des Chefredakteurs, naja, okay, und es ist eigentlich sein eigenes Stück. Also letztendlich kam das heraus. Also dieser Fotograf, jedes Mal, wenn es um Sex oder etwas Schmutziges geht, fragen wir den Redakteur, ist es okay? Und vor 3 Wochen haben wir etwas über Sperma gemacht und dann über die Evolution der weiblichen Brust. Und der Redakteur macht eigentlich immer mit. Und das hatten wir, das ist eine Kolumnenschreiben, Frau Sreiter in den Niederlanden, aber das Foto hat mir gar nicht gut gefallen. Deshalb mussten wir etwas anderes machen und deshalb habe ich ihre Timeline gestaltet, also so wie ihr Twitter-Account, ihre Timeline in Twitter. Also hier sind die Kolumnenschreiber im Magazin. Und ich überlege, dass man das vielleicht neu gestalten sollte, etwa so. Also wenn ich mir das jetzt so anschaue, vielleicht sollte ich das so belassen. Ich weiß es nicht. Also das ist, ein Muster eigentlich. Es geht darum, wie verrückt sind wir eigentlich in den Niederlanden. Das ist eine wissenschaftliche Untersuchung. Da gibt es dieses Spiel, das man als Kinder spielt. Man hat ein gefaltenes Blatt Papier und gibt das seinem Nachbarn weiter. Und drauf steht, wer das liest, ist verrückt. Und ich habe gedacht, naja, ist ein schönes Cover.
Aber das reicht noch nicht, wir können noch mehr machen. Und deswegen haben wir gesagt, das machen wir als Cover und das dann auf der Seite 3. Hier ein berühmter Modedesigner in den Niederlanden, der sehr viel Metall im Haar hat. Wir haben ihn dann etwas zurechtgestutzt und jetzt sieht er ganz normal aus. Man würde ihn nicht erkennen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir zeigen jetzt nur seine Metallpiercings auf dem Cover. Das ist jetzt mein Lieblingscover, das ich für Volkskrant Magazin gemacht habe. Das ist ein Bild, das ich schon lange im Kopf mit mir rumtrug, seit meiner Art School. Eine Telefonkarte mit einem Bauchnabel drin. Ja, eine Minute noch. Also Schönheitspräferenzen bei den Männern. Was ziehen die Männer vor? Ich fand es noch nicht ganz so gut und deswegen habe ich diesen Illustrator gebeten, der wirklich genial ist und der sehr viel macht mit seinen Zeichnungen. Und er hat dann das gemacht, das sind kleine Sketche und dann hat er diesen gemacht. Und da muss ich wirklich lachen, wenn ich das betrachte. Das gefällt mir am besten. Und jetzt arbeite ich an einer Zeichnung, einer Zeitung und deswegen widme ich mich auch der ersten Seite dieser Zeitung selbst. Also da musste ich fast weinen, als ich das betrachtet habe. Deswegen habe ich das daraus gemacht. Es ist dasselbe Thema, aber die Geschichte wird von einem anderen Blickwinkel aus erzählt. Das sind zwei Männer, die von einer bestimmten Plattform ja, abgewiesen wurden. Und das ist dieselbe Geschichte, aber ein anderes Cover. Und das geht schon in den Bereich Zeitungsdesign hinein. Das ist das Special für Weihnachten. Vor 3 Jahren hatten wir dieses Interview mit Snowden. Und da habe ich dann ein Foto von ihm hergenommen für die Gestaltung. Das habe ich gestaltet. Das wurde aber dann nicht hergenommen, als wir unsere neue Webseite machen wollten. Und stattdessen haben wir dann das genommen. Ist also die erste Seite durchgerissen und man schaut schon hinein. Es ist etwas langweilig, aber für eine Zeitung ist es schon fast eine Revolution. Aber Zeitungen und Zeitschriften sind ja bekanntlich zwei Welten. Also man muss natürlich lachen, wenn man so etwas im Briefkasten vorfindet. Das hier, das ist nicht ganz so alt. Es ist vielleicht erst 2 Monate alt. Und da musste ich noch mehr weinen, denn das ist eine ganz, ganz 0815 Font-Seite, aber alle guten Elemente sind drin. Und da gibt es diesen Comedian, der zum letzten Mal auftritt, das letzte Interview gibt und dann die Frauen, die sich für die Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren. Und es war etwas stumpf und nichtssagend, deswegen habe ich das etwas aufgepeppt, sodass es besser ankommt bei den Lesern. Und das war fast eine Revolution im Volkskrant. Und da führte das zur Diskussion der Titelseiten. Denn es gibt so viele, die immer noch an der linken Seite hängen, denen die sehr gut gefällt. Aber es ist okay, es ist wunderbar. Wir zeigen, dass es anders gemacht werden kann. Ich bin dann jetzt nicht apodiktisch und sage, das Rechte ist richtig, das Linke falsch. Es ist gut, dass man diskutieren kann. Dankeschön.